Bahnübergänge. Hassobjekt aller Autofahrer, wenn die Schranke zu ist. Aufmacher für die Medien, wenn's mal wieder gescheppert hat. Ärgernis für die Reisenden im Zug, wenn die Anlage gestört ist und zeitaufwendig vom Lokführer gesichert werden muss. Kurzum, ein Thema, das uns alle angeht. In diesem Film zeige ich die verschiedenen Sicherungs- und Überwachungsarten und beantworte Fragen bezüglich Sicherheit und Schließzeiten. Wie kann es sein, dass ein Zug bei offenen Schranken durchfährt und warum dauert es an dem einen Bahnübergang nur 10 Sekunden, an dem anderen 3 Minuten, bis der Zug kommt? Werfen wir zunächst einen Blick in die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung EBO. Diese regelt die Anforderungen an Fahrzeuge und Anlagen regelspuriger Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs. Im § 11 sind Bahnübergänge als höhengleiche Kreuzungen von Eisenbahnen mit Straßen, Wegen und Plätzen definiert. Ende 2015 gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamts 23.505 von ihnen, gut 3/4 davon im Netz der Deutschen Bahn. Absatz 6 nennt die Sicherungsarten. BÜ sind demnach, abhängig von der Örtlichkeit, technisch zu sichern durch 1. Lichtzeichen oder Blinklichter, 2. Lichtzeichen oder Blinklichter mit Halbschranken, 3. Lichtzeichen mit Schranken oder 4. Schranken. Hinzu kommen nicht technisch gesicherte BÜ, gegebenenfalls ergänzt durch hörbare Signale der Eisenbahnfahrzeuge und oder Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Schiene und Straße. Und mit dieser letzten Gruppe stürzen wir uns auch ins Geschehen. Im Alltag sind die nicht technisch gesicherten Bahnübergänge unauffällig, weil sie den Verkehrsfluss selten bremsen. Die Zeitungen schreiben gern von ungesicherten Bahnübergängen, aber sie sind ja gesichert, nur halt nicht durch Lichter oder Schranken, sondern lediglich mit Andreaskreuzen. Ihr Einsatz beschränkt sich im Wesentlichen auf Kreuzungen von Nebenbahnen mit Straßen, an denen Züge mit maximal 80 km/h verkehren und weniger als 2500 Kraftfahrzeuge pro Tag queren. Reine Rad- oder Fußwege werden, mitunter auch an mehrgleisigen Hauptbahnen, mit Drehkreuzen, Umlaufsperren oder vergleichbaren Einrichtungen gesichert. Weiter geht's mit Lichtzeichen und Blinklichtern. Letztere wurden bereits vor dem Zweiten Weltkrieg installiert. In der in Westdeutschland üblichen Form gibt es sie seit den 50er Jahren. Obwohl inzwischen keine Blinklichter mehr neu gebaut werden sollen, werden sie noch heute aufgestellt, beispielsweise wenn Altanlagen um einen Gehweg erweitert oder bei einem Unfall beschädigt werden. Eine seltene und vom Aussterben bedrohte Bauform ist jene mit der Zusatzanzeige 2 Züge, die an mehrgleisigen Bahnübergängen zum Einsatz kommt. In Ostdeutschland wurde das Blinklicht nicht oberhalb des Andreaskreuzes, sondern mittendrin platziert. Diese Sonderbauform Andreaskreuz mit integriertem Blinklicht widerspricht allerdings den Vorgaben der EBO, sodass 1993 vom Bundesverkehrsministerium gefordert wurde, entsprechende Anlagen binnen 10 Jahren umzurüsten. Diese und weitere Fristen konnten nicht gehalten werden. Trotz Ersatz durch Brücken, Umbau und Streckenstilllegungen gibt es blinkende Andreaskreuze bis heute. Seit 1991 ist anstelle der Blinklichter die Verwendung von Lichtzeichen mit der Farbfolge Gelb-Rot vorgeschrieben, wie sie bei der Bundesbahn schon seit den 60ern vereinzelt zur Anwendung gelangten. Sowohl Lichtzeichen als auch Blinklichter können mit akustischen Warneinrichtungen ausgestattet sein. Zunächst kamen elektromechanische Wecker zum Einsatz, seit den späten 80ern werden elektronische Gongs verbaut. Kommen wir zur Gruppe 2. Lichtzeichen oder Blinklichter mit Halbschranken. Derartige Anlagen gibt es seit den 50er Jahren. Dabei sei auf einen wesentlichen Unterschied zwischen Bundes- und Reichsbahn hingewiesen, der an mehrgleisigen Bahnübergängen zum Tragen kommt. Bei älteren Halbschranken im Osten kann ein Öffnungsvorgang unterbrochen und reversiert werden, wenn die Einschaltung durch einen weiteren Zug erfolgt, während Halbschranken im Westen vollständig öffnen müssen und erst dann wieder schließen können. Der Hauptgrund dafür, dass heute nur noch Lichtzeichen verwendet werden sollen, ist die Erkenntnis, dass viele Verkehrsteilnehmer sich der Bedeutung eines roten Blinklichts nicht bewusst sind. Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2006 fassen es 39% der Befragten lediglich als Warnung,
nicht jedoch als Haltgebot auf. Solche Slalomfahrten lassen sich allerdings auch nicht mit Unwissenheit erklären. Kostet bei Erwischtwerden durch die Polizei übrigens 700 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot. Bei Erwischtwerden durch den Zug wird's teurer, sofern einem sein Leben mehr als 700 Euro wert ist. An dieser Stelle weiche ich von der Reihenfolge der EBO ab und springe zur Gruppe 4. Bahnübergänge mit Schranken. Gemeint sind solche BÜ, an denen die Straße auf ganzer Breite abgeriegelt wird. Man unterscheidet Vollschranken und Doppelschranken. Vollschranken verfügen über einen, Doppelschranken über zwei Schlagbäume je Gleisseite, die zeitversetzt schließen sollten. Zunächst auf der rechten, dann auf der linken Straßenseite. In den alten Bundesländern sind Schranken häufig mit einem Gitterbehang ergänzt, um ein Unterlaufen zu verhindern. Klassischerweise werden Schranken vom Wärter mittels Kurbel und Drahtzug bedient. Zwecks Arbeitserleichterung wurden mechanische Anlagen mit einem elektrischen Antrieb versehen, sodass zum Öffnen und Schließen nur noch ein Knopfdruck erforderlich ist. Logisch, dass hier eine weitere Entwicklungsstufe folgen musste, der rein elektrische Antrieb. Erwähnt seien noch die in Grundstellung geschlossenen Anrufschranken an wenig genutzten Straßen. Verkehrsteilnehmer, die einen solchen BÜ queren wollen, müssen sich per Wechselsprecher mit dem Wärter in Verbindung setzen. Bliebe zum Schluss die Gruppe 3. Lichtzeichen mit Schranken. Der Unterschied zur Gruppe 4 besteht darin, dass die Voll- oder Doppelschranken durch Gelb-Rot-Lichtzeichen ergänzt sind. Eine Sonderrolle nehmen vollbeschrankte Bahnübergänge mit Blinklicht in der Ex-DDR ein. Dieser BÜ verstößt gleich doppelt gegen die EBO, weil das Blinklicht im Andreaskreuz sitzt und die Sicherungsart Blinklicht mit Schranken gar nicht existiert. Noch kurz etwas zu den Akustiken. Verwendet werden in der Regel die bereits erwähnten Wecker oder Gongs. Bei mechanischen Schranken kann ein Läutewerk zum Einsatz kommen, das über die Zähne auf der Antriebsrolle betätigt wird. Auch elektrische Schranken wurden bis in die frühen 80er Jahre teilweise mit einem Läutewerk ausgestattet. All diese Bilder zeigen, BÜ ist nicht gleich BÜ. Einiges muss, vieles kann und aufgrund der Langlebigkeit der Anlagen hat sich über die Jahrzehnte ein buntes Sammelsurium entwickelt. Und weil es keine Bahnübergänge von der Stange gab und gibt, ist jeder BÜ gewissermaßen eine ganz individuelle Persönlichkeit. Sprechen wir die Themen an, die Sie als Straßenverkehrsteilnehmer beschäftigen: Sicherheitsaspekte und Wartezeiten. Beide Punkte sind eng miteinander verwoben und das Stichwort lautet Überwachungsart, unterteilt in Lokführer überwacht, fernüberwacht und signalabhängig. LO, FÜ und HP. Bahnübergänge mit Lichtzeichen oder Blinklichtern, ob mit Halbschranken oder ohne, werden in den meisten Fällen aktiviert, wenn ein sich nähernder Zug einen Einschaltkontakt im Gleis befährt. Da ein Versagen der Technik nicht ausgeschlossen werden kann, sind Rückfallebenen erforderlich. Bei LO-Anlagen steht im Bremsweg vor dem Bahnübergang ein Überwachungssignal, das dem Lokführer mit einem weißen Blink- oder Dauerlicht anzeigt, dass der BÜ ordnungsgemäß arbeitet. Leuchtet dieses nicht, muss er vor dem gestörten Bahnübergang halten und ihn manuell sichern, beispielsweise durch eine Hilfseinschaltung mittels Schlüsseltaste. Sind entsprechende Einrichtungen nicht vorhanden oder ihre Bedienung wirkungslos, gibt der Lokführer einen Achtungspfiff ab, bevor er mit Schrittgeschwindigkeit bis zur Straßenmitte fährt und dann schnell beschleunigt, um den BÜ zügig zu räumen. Störungen bedeuten übrigens nicht zwingend, dass alle Lichter aus und die Schranken oben sind. Mitunter sind sie für wartende Passanten gar nicht ersichtlich. Bei fernüberwachten Bahnübergängen obliegt die Verantwortung dem Fahrdienstleiter, der eine Störung im Stellwerk angezeigt bekommt. In diesem Fall muss er den Lokführer per schriftlichem Befehl mit der Sicherung beauftragen. Gegebenenfalls ist ein Zug per Notruf zu stoppen. Die Handlungen des Lokführers am Bahnübergang sind mit den zuvor beschriebenen identisch. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist also auch bei gestörter Anlage gering. Eine besondere Rolle für die Straßenverkehrsteilnehmer spielen signalabhängige Bahnübergänge.
Hierbei ist der BÜ durch Hauptsignale gedeckt, die erst in Fahrtstellung kommen, wenn der Bahnübergang gesichert ist. Um einen sich nähernden Zug nicht auszubremsen, muss dies erfolgen, bevor er das zugehörige Vorsignal erreicht. Entsprechend früh wird der Schließvorgang eingeleitet. Lichtzeichen und Blinklichter mit oder ohne Halbschranken können, Anlagen mit vollem Schrankenabschluss müssen signalabhängig sein, wobei Ausnahmen die Regel bestätigen. Hintergrund ist, dass bei voll beschrankten Bahnübergängen sichergestellt sein muss, dass kein Straßenverkehrsteilnehmer eingesperrt wird. Vor Zulassung einer Zugfahrt hat der Bediener daher zu prüfen, dass der Raum zwischen den geschlossenen Schranken frei ist. Dies kann, wenn sich der Dienstraum in Sichtweite befindet, durch Hinsehen geschehen, ansonsten mittels Kameraüberwachung. Im Stellwerk sieht das so aus. Hier der im Gleisbild angedeutete BÜ samt Bedientasten und hier der Monitor mit dem Bild der Überwachungskamera. Die modernste Form der Überwachung sind Gefahrenraum-Freimeldeanlagen. Ein Radarscanner prüft den Bereich zwischen den Schranken nach Beendigung des Schließvorgangs auf Freisein. Befinden sich dort Fremdkörper, erfolgt keine Freimeldung und die deckenden Signale bleiben auf Halt. Womit wir beim letzten Punkt wären, der Unfallstatistik. Die periodisch vom Statistischen Bundesamt herausgegebene Publikation Betriebsdaten des Schienenverkehrs nennt Daten für alle BÜ an EBO-Strecken, listet allerdings nur jene Zusammenpralle mit Wegebenutzern, bei denen es zu Personenschäden kam. Die Zahl entsprechender Unfälle sank zwischen 1991 und 2017 zugegebenermaßen nicht besonders linear, von jährlich 335 auf 171, die der Getöteten von 126 auf 61, die der Verletzten von 340 auf 264, wobei die Werte aller drei Kategorien ausgerechnet im letzten Jahr in die Höhe geschossen sind. Bei insgesamt 6.267 BÜ-Unfällen wurden 8.075 Personen verletzt und 2.115 getötet. Zum Vergleich, im selben Zeitraum sank die Zahl der polizeilich erfassten Verkehrsunfälle mit Personenschaden von 385 auf 303.000 pro Jahr, während jene der im Straßenverkehr Getöteten von etwa 11.000 auf 3.200, die der Verletzten von rund 505 auf 390.000 zurückging. Bei knapp 9,3 Millionen Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden wurden ca. 12 Millionen Menschen verletzt und 169.644 getötet. In Fernseh- oder Zeitungsberichten sowie Diskussionen in sozialen Netzwerken wird die Sicherheit von Bahnübergängen oft geradezu reflexartig in Frage gestellt. Wenn es an einem nicht technisch gesicherten BÜ kracht, werden Blinklichter gefordert. Wenn es an einem BÜ mit Blinklichtern kracht, werden Halbschranken gefordert. Wenn es an einem BÜ mit Halbschranken kracht, werden Vollschranken oder gleich eine Über- bzw. Unterführung gefordert. Wer es wagt, auf Kosten hinzuweisen, die übrigens zwischen Bahn, Bund und Straßenbaulastträger gedrittelt werden, bekommt dann auch gern mal Totschlagargumente wie »Jedes Menschenleben ist mehr wert als die Kosten der Umrüstung« an den Kopf geschleudert. Jetzt mal ganz realistisch und emotionslos betrachtet, natürlich sind lediglich mit einem Andreaskreuz gesicherte Bahnübergänge auf den ersten Blick eine heikle Sache. Allerdings reden wir hier von eingleisigen Nebenbahnen, auf denen selten mehr als zwei Züge pro Stunde fahren und das mit maximal 80 km/h. Fast jede Straßenkreuzung birgt mehr Konfliktpotenzial und da kommt auch niemand auf die Idee, sie mit Schranken auszustatten, wenn sich dort ein Unfall ereignet hat. Rote Lichtzeichen oder Blinklichter werden in der Regel auch nicht falsch gedeutet oder übersehen, wie man häufig lesen kann, sondern missachtet, bewusst ignoriert. Und schon in der Bibel heißt es nicht umsonst, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieses Films angelangt. Vielleicht habe ich Ihnen überhaupt nichts Neues erzählt. Vielleicht konnte ich Ihr Wissen aber auch um die eine oder andere Information bereichern. Bahnübergänge. Keiner liebt sie, aber sie sind nun mal da. Und die meisten werden auch noch ziemlich lange da bleiben.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allzeit gute Fahrt. Auf der Straße wie auf der Schiene.